Hallo meine Lieben, ja, willkommen zum Video. Ich habe heute für euch wieder ein Craft-Update. Ich habe wieder gebastelt in den letzten Tagen und jo. Dieses Lesezeichen. Diese? Diese? Ich habe noch Osterstickers gehabt und die habe ich mal verwendet. Ostern kommt ja jedes Jahr immer wieder. Und das. Dann habe ich mal diese Slideline-Karten gemacht. Einmal diese Variante. Und diese Variante. Dann habe ich dieses Lesezeichen gemacht. Dieses. So ein Lesezeichen. Dieses. Diese Karte ist hier entstanden. Genau, das ist jetzt eine Karte. Dieses Lesezeichen. Noch ein Lesezeichen. Noch ein Lesezeichen. Diese Karte. Diese Karte. Diese. 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 Jetzt kommen Lesezeichen. Und zwar. Mal so eine ganz schmale gemacht. Da war noch so ein Reststreifen. Das habe ich mir dann auf die Maße angepasst. Und die Breite ist so geblieben. Bloß diese Länge, die habe ich ein bisschen angepasst. Und jetzt geht es mit der normalen Welt. Diese. 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 Und ich habe auch mal ein bisschen ein paar Stickers wieder mal verbraucht bekommen. Dann habe ich so eine Karte gebastelt. So eine. So eine.
So eine Karte. Dann habe ich noch zwei, ne, drei Lesezeichner für euch. Diese und diese. Ja, das war mein Craft Update. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Also, bye.